Hi Leute, es ist wieder mal Freitag und Zeit für ein weiteres Retro-Spektakel. Boy. Diesmal mit Wario Land, Super Mario Land 3 auf dem Game Boy bzw. auf dem Super Game Boy. Vorsicht! Sie erleben nun eine echte Katastrophensendung. Let's go! Oh Mann, Wario. Also, das ist, ich glaube, genau dieses Game, das ich noch nie gespielt habe. Ich glaube, Wario Land 2 war mein allererstes Wario-Game. Sofern ich mich jetzt hier erinnern kann. Denken Sie, diese rasante Geschichte ist frei erfunden oder wird Ihr Urteilsvermögen von der Wahrheit geblendet? So, hier haben wir Herzen, okay. Ich weiß jetzt noch nicht, was das bedeutet, aber ich spiele hier völlig blind, also das ist für mich jetzt hier auch Neuland, aber die Steuerung, man hat ja nur zwei Knöpfe, ist jetzt nicht allzu, also er macht hier so einen Stoßangriff und springen kann er. Okay, was ist das hier? Ah, okay. Oh. Ah, okay. Also jetzt habe ich hier einen anderen Helm bekommen. Jetzt habe ich wieder so ein Herz. Eben, ich habe, also mein allererstes Wario-Game war wirklich Wario Land 2. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob ich es jetzt komplett durchgespielt habe damals, aber ich weiß, ich war so begeistert von diesem Game. Nach unseren Recherchen ist die unglaubliche Geschichte 1979 passiert, in einem Speiselokal in Miami. Bruh. Das war jetzt gar nicht schlau von mir. Der hat ja so einen Speer und ich laufe genau in diesen Speer hinein. Jetzt komme ich da gar nicht rein, weil ich ja kleiner bin. Weil wenn ich klein bin, kann ich ja gar nichts tun. Und jetzt kommt hier wieder Jump-Passagen. Also. So, bam. Also jetzt haben wir hier wieder so einen Helm. Ah, okay. Das ist wieder der erste. Das brauche ich jetzt genau hier. So. So, also. Bam, zack. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem normalen Jump es wirklich auch so geschafft hätte, aber. Ja. Also, was haben wir hier? Wie soll ich denn hier rüber? Das geht ja gar nicht. Okay, also. So. Also schon wieder so ein kleiner Ding. Ja, ich weiß jetzt wirklich nicht, also ich weiß nicht, was es mit diesen Herzen auf sich hat, aber ich habe jetzt 65, also das ich weiß jetzt nicht. Ah, okay, was ist jetzt? Also auf und B, ah, okay. Münze. Münze rauf. Auf und B, okay. Also. Da bin ich jetzt. Ah. Ja, mein Knopf ist ein bisschen hängen geblieben, okay. Ah, ich muss da ein bisschen fester drauf drücken. So, okay. Also, nicht, dass ich ihn jetzt verliere. Ah, jetzt ist er einfach verschwunden, okay. Also. Also, was haben wir hier? Clear Game.
Okay, also. Was kann ich hier auswählen? So, gehen wir zum Coins. Zum ersten. Wow, 10 Tonnen einfach auf die Birne bekommen. Wie er reinschaut. Boah, hier auch. Man weiß ja nicht, was schlimmer ist. Entweder Münzen auf dem Kopf oder. Ja, oh Mann. Ja gut, 10 Tonnen sind eindeutig schlimmer, aber die Münzen sind auch nicht weicher. So, jetzt gehen wir schon Level 2. Kurs Number 2. So, also. Jetzt haben wir wieder so einen Helm. Bam. Und rüber. Oh. Und jetzt? Da flackert hier wirklich ziemlich stark. Ich glaube, zu viele Gegner im Bildschirm hier. Geht's nicht. Ich muss jetzt wirklich alles wieder zurücklaufen. So. Also jetzt muss ich hier, bam, hier, bam und da, okay. Also, wieder ein Herz, okay. Also ist das. Yeah! Einfach ein Flammenwerfer, so ein Drachenflammenwerfer. Also das ist mal innovativ. Also das, sowas gab's damals wirklich nicht. Ist die Geschichte eine Frucht der Wahrheit oder ist es nur unsere Fantasie? Also da haben sie sich wirklich eindeutig was dabei gedacht. Okay, ah, doch, okay. Ich dachte, ich kann jetzt im Wasser kein Feuer schießen, aber ja, wieso auch nicht? Wario, oh, kann das. Jetzt habe ich mich zu weit nach vorne gewagt. Zum Glück ist hier Wasser. So, was haben wir hier? Ah, okay, wieder so ein Helm. Also. Hier ein Coin und jetzt, was habe ich hier? Was kann ich jetzt hier machen? Keine Ahnung. Muss ich jetzt hier irgendetwas tun oder was genau? Keine Ahnung. Naja, egal, ich gehe jetzt mal weiter. Keine Ahnung, was das sein sollte vorher, aber vielleicht ist ja ein Checkpoint oder keine Ahnung. Falls es ihr wisst, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Oh, was ist denn das für einer? Oh. Ja, genau. Und sie doppelt. Oh, warte, oh nein. Oh, schon wieder so ein Herz. Oh, jetzt habe ich gar nicht geachtet, was da jetzt genau passiert ist. Jetzt habe ich 24 Herz, aber ich weiß jetzt immer noch nicht, was das zu bedeuten hat. Also bekomme ich dann ein Leben oder irgendetwas, keine Ahnung. So, oh, jetzt haben wir wieder einen Flammenwerfer. Bäm. So. Schnell. Oh, komm, komm. So. Also, bäm. Das kann er ja. So, jetzt ein Coin. Aha.
der Ausgang. Ja, in diesem Fall muss man immer schauen, dass man genug Coins hat, weil ja, bei Wario kostet das Beenden des Levels scheinbar was. Also hier kann ich nicht, aber okay, also letztes Mal haben wir den ersten genommen. Jetzt wieder den ersten, ja genau. So, jetzt habe ich wieder Münzen bekommen. Ja, lassen wir mal, gehen wir mal. So, Treasure. 58 Münzen haben wir jetzt hier. Rice Beach. So, Course Number 3. So, wow, das war jetzt wirklich sehr, sehr knapp. Zum Glück habe ich gut reagiert. Und jetzt. Okay, warte. Also komm. Also. Okay. Ich muss jetzt hier die ganze Zeit hier jumpen, aber ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt, aber okay. Ich weiß jetzt nicht, ist das Treibsand oder es ist blau, also muss es Wasser sein, aber ich verstehe nicht, warum ich jetzt hier. Ja. Na egal. Ist ja die Super Game Boy Version beziehungsweise mit dem Super Nintendo, also mit dem Game Boy Modul. Irgendwie ist das Treibsand und kein Wasser hier. Oh, jetzt bin ich, ja, und jetzt hänge ich jetzt hier fest oder hä, wie komme ich jetzt, ich jump ja die ganze Zeit sowieso. Also ist jetzt hier wirklich der Button kaputt oder? Hä? Komm jetzt. Aha, ich muss einfach. ich dachte, ich hänge ja fest, aber ich muss einfach nur lange auf den Knopf drücken. Wow, so jetzt knapp. So, also, was haben wir hier? Ah, jetzt ist wieder der Helm. Also ich finde das wirklich eine super Idee mit den Helmen. Also mal wirklich etwas ganz anderes. Also für mich noch nie da gewesen ist. Also ich kann mich nicht erinnern, dass damals in den 90ern, wow. Oh, genau, dann, wenn er sich dreht, ja, genau. Oh, Mann. Oh, das ist ja genau das Richtige. Aber ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass es ein Spiel. Oh, wow. Oh, Mann. Ein Spiel in so einer Art gab, dass man irgendwie durch einen Helm hier andere Fähigkeiten hat. So, jetzt haben wir hier wieder Flammenwerfer. Ja, das in diesem Level ist der wirklich am besten. Ah, oh, jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet. Also was ist jetzt mit diesen? Jetzt habe ich wieder 30 Hertz, aber keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Das, wenn ich irgendwie einen Schaden habe, dann wenn die auf 0 gehen, keine Ahnung. Oh, also jetzt genau lange drauf drücken, dann klappt das auch so. Also jetzt werde ich Zukunft wirklich darauf achten, was diese Herzen zu bedeuten haben. Also wenn ich mal erwischt werde, dann. Ah, hier ist wieder so ein Coin hier. Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Checkpoint, aber weil ich kann ja hier sonst nichts machen. Also
Es verändert sich ja nicht mal irgendetwas, also nicht, dass ich jetzt wüsste, also nichts, das ich jetzt gemerkt habe. Also. Was gibt's da unten? Ah, da komme ich jetzt nicht. Okay. Da bin ich ja, von da bin ich ja gekommen, bevor ich hier gedefft wurde. Komm, genau, dann stellt er ab. Komm, komm, komm. Yeah. Wario, wie er aussieht. Oh man. Sogar seine Augen sind so komisch. Schienen so leicht. Oh man. So, komm, komm, wieder ein Herz. Also, komm, 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 komm. Also der erste, wenn man vom Boden jetzt rauf will, dann, ich glaube wirklich, das ist Treibsand, weil Wasser ist irgendwie, keine Ahnung. Es würde jetzt irgendwie keinen Sinn ergeben. Und, oh, jetzt muss ich hier wieder... Komm, 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 komm. Komm schon, komm schon, zack. Als ob das jetzt wirklich so schwer wäre. Hier überall sind solche unsichtbaren Blöcke. So, ja, dann sind wir hier schon fertig, okay. So. Clear. Nichts ist umsonst hier bei Wario Land. So, ich glaube, jetzt bekomme ich sicher nicht. Oh, doch. Ja, jetzt habe ich wieder 10 Tonnen auf die Birne bekommen. So, hier jetzt wieder Geld. Okay, plus, minus. 8 Coins dazu bekommen. Jetzt habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wie viel mir abgezogen wurde, aber. Ja, im Großen und Ganzen 74 Coins haben wir hier. Also, Kurs Level 4. Okay, was ist da? Kommt der jetzt oder? Ah, oh, er kommt. Oh, 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 er kommt, er kommt. No mercy, hä? Also. Ist zwar kein Autoscroller, aber... Scheint ein bisschen so, weil er kommt ja immer näher und ich stehe unter Zeit und Druck. Schnell. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh. So, komm, komm, komm. So, jetzt fährt er, glaube ich, hier rein und ich hoffe ihn drauf. Ah, okay. Das war jetzt logisch. Also, und jetzt kommt. Oh. Oh, okay. Oh. Oh, was ist denn das? Ist das eine Brühe oder ist das Lava? Aha. Aha, Leute. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich diesen Vorteil durch die Flammen nicht mehr. Komm, komm, schnell, schnell, schnell. Schneller. Komm, komm, komm. Na, ist jetzt blöd hier. Weil der Flammenwerfer war jetzt wirklich, hier wirklich ein großer Vorteil. Okay, aber der ist wirklich langsam unterwegs. Also das ist hier wahrscheinlich irgendwie Lava oder so. Blaue Lava. So, come on. Go even harder. Let's go. Also ducken.
So, und dann muss ich springen. Hä? Ich bin ja gesprungen. Oh, oh, es war jetzt wirklich knapp. Oh, jetzt kommt wieder so einer. Sind das irgendwelche Fledermäuse? Die Skorpion-Fledermäuse, oh Gott. Ja, wie soll ich denn das jetzt hier machen? Also gleichzeitig hier diesen Block aktivieren und muss ich jetzt von oben, aber dann, ja, aber dann bekomme ich ja diesen Helm nicht mehr. Egal, ich muss jetzt einfach schauen, dass ich nicht klein werde. Ich darf mich jetzt von diesen Fledermaus-Skorpionen auf gar keinen Fall erwischen lassen. So. So, jetzt muss ich wieder warten. Go even harder. Bis der kommt. Wie er hier schielt. Oh, Mario. So, also. Also, hier rauf. Okay. Wow. Komm jetzt. Ja, genau in ihn rein, ja. No homo natürlich. Komm, komm, komm. Bam. So. Jetzt bin ich aber wieder klein. Aber hier. Komm, jetzt gehe ich hier nach unten. So, aber jetzt bin ich klein, okay? Was? Oh, komm, jetzt rüber. Und jetzt? Komm jetzt. So, oh, schnell. Also. Oh Mann, oh nein. Nein, jetzt bin ich klein, ich habe keine Chance. Come on, man. Oh Mann. Keine Chance zum überhaupt irgendetwas machen. Also ich muss groß bleiben. Aber meine Strategie hat bis jetzt so funktioniert. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Was vermuten Sie? Außer, dass ich klein bin? Oh Mann. Also jetzt muss ich wirklich schauen, dass ich jetzt hier immer noch groß bleibe. So. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Wirklich ein ganz langer erster Part bis... Go even harder! Ja, die Möglichkeit, dass da irgendetwas später passiert, ist ja ziemlich groß. Und ich muss da wirklich sehr, sehr lange warten, bis eigentlich dieser Steinblock kommt. Oh Mann. Ja, jetzt habe ich hier schon. Also jetzt muss ich irgendwie... Irgendwo muss jetzt doch... Also hä, aber wie... Also der geht jetzt bestimmt nicht. Der, da kann ich... Nein, das geht... So geht's nicht. Nee. Dann musst du die woanders machen. Wo nee. Länger ist. Nee. Auf der einen Seite kann ich ja... kann ich ja den Block aktivieren, aber auf der anderen Seite kommt der von unten, also... Hä? Das menschliche Gehirn. Viel zu komplex, als dass es ein menschliches Gehirn verstehen könnte. Es ist für mich ja gar nicht möglich, dass ich diesen Block hier aktiviere oder den Helm hole. Also. Denken Sie, diese rasante Geschichte ist frei erfunden oder wird Ihr Urteilsvermögen von der Wahrheit geblendet?
Irgendwie ist das weird. Irgendwie ist das ein bisschen hier komisch. So, jetzt habe ich wirklich wieder gar nicht geachtet, für was die Herzen sind. Ich habe jetzt einfach wieder 44. Keine Ahnung, ob ich jetzt... Keine Ahnung, was ist da genau passiert. Also. So. Also, jetzt kommt der. Bam, jumpen, so, auch wieder jumpen, so, komm, ja, also wirklich, ey, das ist, oh Gott, das ist, glaube ich, eine Verarsche hier. Oder um mit den Worten des großen Philosophen Yogi Berra zu sprechen, wird dieses Déjà-vu immer wiederkehren? Jetzt bin ich wieder klein und kann gar nichts tun. Komm schon. Komm, bam, bam, sonst verpasse ich ihn noch. Und hier? Ah! What's wrong with you? Das war jetzt wirklich blöd von mir. Also, beim letzten kann ich jetzt wieder hier groß werden. Okay, dann ist alles klar. Also, es macht keinen Unterschied, aber es wäre gut, wenn ich bis dahin groß bleiben kann. Falls nicht, habe ich ja zum Schluss noch die Chance, um groß zu bleiben. Groß zu werden. Allerdings, es geschah vor ein paar Jahren in Duluth, Minnesota. Es ist wahr. Okay, also. Now I get it. Also. Jetzt habe ich wieder ein Herz, 56. So. Ich habe noch 2 Leben, Leute. Meint ihr, schaffe ich es jetzt hier noch zum Boss? Warten, warten. Go even harder. Wario wartet. So, also, bam. Jetzt ducken. Springe ich hier hoch und dann rüber, okay. Hier auch springen. So, prepare for speedrun. So, hier auch. So, dann hier oben. So, jetzt wieder ducken. So, jetzt bin ich wieder groß. So, whoopa, oh, das war jetzt knapp. Hier auch, so, den hole ich noch, so, und hier noch, und jetzt hier nach oben, bam, 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 so. So, jetzt haben wir es geschafft, so, jetzt noch ein Herz, hier auch noch, dann, geschafft, okay. Nächster Teil schon hier. Wow. Der ist schon offen, okay. Dieser Level hat gar nichts gekostet. Ja, der war schon ein bisschen schwerer als jetzt die anderen. So. Also, bam, genau. Jetzt habe ich hier wieder 9 Coins dazu bekommen, oder? Und das nächste Mal nehme ich wieder die andere Tonne. Aber ich glaube, jetzt kommt schon der Boss Level. So, Kurs Number 5. Oh, ja. Er schmeißt hier, stimmt, ja. Den muss ich so schnell wie möglich unschädlich machen. Oh, das war jetzt sehr knapp. Oh, das wieder. Oh Gott, komm. Das war jetzt so unnötig, das Ganze. Komm schon, so. Kann mich hier killen, aber...
über. Nicht heute und nicht mit mir. Ich bin Wario, der ein bisschen reinschielt. Ui, okay, das ist ein Band, Laufband, so. Also, oh, was ist denn das? Die sind, glaube ich, hier gefährlich. Oh, ja, genau, komm. Damage Boost. Okay, also hier ein Point, Checkpoint. Also ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass das ein Checkpoint ist. Ui, was ist denn das für einer hier? Ein Pinguin oder? Aber die haben einen Helm. Also wenn ich jetzt da drauf jumpe, wäre es jetzt wirklich gar keine gute Idee hier. Ja, aber warte, wie komme ich jetzt? Na genau so, okay. Genau das brauche ich jetzt. So. Also, bam. Genau so. Also von hinten haben sie ja keinen Schutz, also kann ich sie hier einfach so snitchen. Was haben wir hier? Okay, oh, Herzen. Also, diesmal, ich habe 82er, ich komme sicher über 100, aber wie komme ich denn hier ran? Also jetzt muss ich wirklich mal, hier. Aber ich komme jetzt hier, nein. Soll ich denn hier rankommen? Wüsste ich jetzt nicht, okay, ich habe jetzt sicher... okay. Also, was passiert jetzt? Ein One-Up. Wenn man 100 Herzen hat, bekommt man ein One-Up. Okay. Oh, jetzt kommt schon der Boss. Boss-Fight. Oh, der hat hier... Der ist ja komplett geschützt. Wow. Ja, genau. Ja. Und jetzt? Ja, genau. Keine Ahnung. Also ich kann ja von oben gar nichts machen. Also ich kann ja nur von unten. Aber ich habe jetzt von unten nach oben mich jetzt gesprungen, aber trotzdem gestorben. Oh, okay. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Mama sagt, dumm ist der, der Dummes tut. Also, wie muss man hier, also was bekomme ich denn hier, einen anderen Helm oder, das ist jetzt wieder genau der. Okay, ich muss jetzt einfach schauen, dass ich groß bleibe. Also muss ich ihn, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Von hinten hat er auch Stacheln. Also entweder muss ich ihn rammen oder eben von unten. Aber dieser Helm wäre eigentlich der optimalste. Weil er hat ja Hörner. Also von oben geht's ja nicht. Von vorne, okay. Aber zuerst müssen wir das mal überleben. Komm schnell. Dann komm doch noch schräger. Oh Mann. Ich verstehe jetzt den Sinn, was ich jetzt hier gemacht habe, gar nicht. Soll ich ihn jetzt anders treffen als so? Aber wenn ich klein bin, kann ich ja gar nichts tun. Also, hä? Er ist ja komplett gepanzert. Wie soll ich den Boss überhaupt besiegen hier? Gibt's denn hier nicht irgendwie so einen Flammenwerfer oder sonst etwas? Nee. Dann musst du die woanders machen. Wo nee. Länger ist. Ah, Mann. Oh nein, jetzt komme ich ja nicht rauf. Das war jetzt gar nicht schlau. So.
So, erstmal die Münzen. Hier aktivieren. So, also. Versuchen wir es noch einmal. Also ich muss ihn eher einfach wirklich, muss achten, dass ich nicht allzu schräg, so gerade, bam, ja eben, ja, oh, oh nein, ist jetzt blöd, oh, das war jetzt blöd, ja genau. Oder um mit den Worten des großen Philosophen Yogi Berra zu sprechen, wird dieses Déjà-vu immer wiederkehren? Irgendwie schaffe ich es doch irgendwie direkt in die Spitze rein zu jumpen. Oh Mann, das ist jetzt wirklich... Ah Gott, und dann noch mein allerletztes Leben hier. Komm, das muss jetzt einfach... Das muss jetzt einfach klappen hier. So, komm jetzt. Komm, das schaffen wir. Also so schwer kann das jetzt hier auch nicht sein. Oh Mann, ich muss immer noch, also warte, wie aussieht das. Ist ja oh. So, also. Die einzige Chance ist ja von unten. So, jetzt habe ich wieder ein Leben bekommen. Super. Also. Also. Jetzt muss ich einfach schauen, dass er mich nicht erwischt. Das heißt, ich darf es auf gar keinen Fall hier versauen. So, bam, einmal. Okay, also. Jetzt kommt er wieder. Wow, das war knapp. Oh nein. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich ihn doch noch erwischt. Komm jetzt. Oh, oh, oh. Komm schnell, schnell, schnell. Und bam. Und doch noch geschafft. Yeah, Wario has defeated the boss, the final boss, the end boss, the big boss. Would like to take notes. Eine fesselnde Geschichte, nicht wahr? Oh Mann, so. So, also, gehen wir mal hier zu Game, was ist denn da? Acres. Okay, 100 Münzen. Ne, komm, machen wir mal. Mal schauen, was da... Ah. Und jetzt... Okay, also Power. Ich muss hier... Ready, go, also... Jetzt muss ich genau dort erwischen. Ja, aber das ist ein bisschen blöd hier. Also, pium, pium, pium. So, bam. Aber genau dann ist er nicht vor Ort, okay. Pium. Ja, genau. Mich selbst fast in die Luft gejagt. So, jetzt noch der letzte. Ja, genau. Naja. Oh Mann, ja. Boah, 50 ab. Also wenn ich alle 5 getroffen hätte, hätte ich jetzt 50 Leben bekommen. Wow. Wahnsinn. Ja nun. Egal. Was will man da machen? Ja. Ein sehr interessantes Spiel. Also ich finde die Idee jetzt mit dem Helmen finde ich wirklich sehr gut. Mich würde aber noch Wunder nehmen, ob ihr dieses Spiel schon gespielt habt und was ihr davon haltet. Löst es euch bei euch Nostalgie, Gefühle, Gedanken, was auch immer aus? Ein gelungenes Gameboy-Spiel, muss ich sagen, vor allem Wario sieht so quirlig aus. Die haben echt lustig gemacht und ja, dann würde ich mal sagen, das war's von mir.
Bis zum nächsten Mal.